Okay, dann gucken wir mal weiter. Was? Das da? Hochwertige Fracht. Gucken, ändern wir mal die Preissuche. Glasgow oder San Francisco? Cluster and Sons? Fleisch, Hinterteile, Joghurt. Was? Flüge. Okay. Okay. Kalkstein. Walze. Farben Kies. Kies kennen wir noch aus dem Eurotruck Simulator. Raumcontainer. Bakersfield, wow, das gibt hier richtig viel Kohle. Wisst ihr was? Kommt, ich kaufe mir jetzt, auch wenn ich gesagt habe, wie viel Uhr haben wir? 9:49 Uhr. Ich kaufe mir jetzt einen LKW. Ja. So, wir nehmen einen Kredit auf $400.000 auf und werden einen Kenworth kaufen. Ja, ich möchte den besuchen und mir einen LKW kaufen. So, 122.200. Verfügbar ab Level 8. Ich kann nur den jetzt erstmal kaufen. It? Da fällt mir was auf. Yay, aber ich habe offensichtlich meine Garage offiziell eröffnet. Das heißt, jetzt bin ich selbstverantwortlich. Oh, kleinen Moment noch. Dann werde ich aber jetzt mal das. Ich hoffe, es funktioniert. Neue Aufrüstteile ist das, glaube ich. Navi aufs nächste Jahr. Auf nächste Werkstatt einstellen. Das heißt. Fahren jetzt erstmal auf die Grube. Gucken uns hier mal um. Okay, also hier werden wirklich die profansten Dinge so gerade eben erledigt. Und jetzt geht's ans Geld verdienen. Jetzt geht's ans Geld verdienen. So, jetzt habe ich meinen ersten eigenen LKW. Und den müssen wir natürlich aufmotzen, klar, oder? Ist doch wohl logisch, dass ich den aufmotzen muss. Aber bei Rot über die Ampel heizen ist jetzt nicht das Wahre. Mein erster eigener. Die Bereifung ist noch in Ordnung. So, wie ihr unschwer an den Schmutzfingern erkennen könnt, fahren wir einen Kenworth.
und die Straße geradeaus ist noch geschlossen. Ich denke mal, das wird jetzt demnächst wird es geändert. Heißt, dass von STS noch irgendwelche Straßen eingefügt werden? Ich hoffe's. Mit einer der nächsten Updates. Weil über eins sind wir uns ja einig. Den One-Pitch, den braucht das Spiel erstmal nicht. Geht weiter. Okay, ich kann auf die rechte Spur wechseln. Aber die Pipe hinten, die sieht cool aus. Ah, Geschwindigkeitsübertretung. Und natürlich auch noch überfahren einer roten Ampel. Ja, wenn, dann kommt's richtig. Doch, also ich muss schon sagen, das Spiel gefällt mir. So, komme ich da? Wie komme ich da jetzt auf den Hof drauf? Indem ich hier rechts abbiege. Ne? So, okay. Wenn ich jetzt gerade ausgefahren wäre, hätte ich ein kleines Problem. So, dann werden wir den LKW doch mal zünftig aufmotzen. So, Wartung, gut. Da ist nichts. Dann werden wir ihn jetzt mal zünftig aufmotzen. Ich sagte, ich will den aufmotzen. Nicht noch warten. So, dann wird es... Welches nehme ich denn? Will ich jetzt einen 10... will ich den Eaton Fuller 10-Speed Retarder haben? Oder will ich den 13-Speed haben ohne Retarder? Ach komm, ich nehme den mit Retarder, natürlich. So, okay. Aber ich sehe da jetzt so keinen Unterschied. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Ach, da. Ah, okay. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Aber ob das jetzt... Komm, der Diamant, das sieht schöner aus. Ne? So, dann Kabinenlampen. So, und Dachspoiler kann ich mir noch nicht leisten. So, die Hauptspiegel gehen wir auf Mirror Standard. Den Frontspiegel. Damit wir auch was sehen. Kriegt er beide. So, Stoßstange. Bumper painted. Okay. So, Felgenvorderachse. So sieht das natürlich stylischer aus im Chrom. Was ist das? Seitenverkleidung? Doch. Sollte natürlich schon in der gleichen Farbe sein. Die hinteren Achsen werden natürlich auch alle verchromt, keine Frage. Schmutzfinger kann ich erst ab Level 5. So, die Seitenverkleidung, da ist dann auch. So, okay. Das sind die Hauptspiegel, okay. Das ist der Frontspiegel. Okay. Da kann ich nichts dran machen. Na gut, wir zahlen $17.000. Okay. So, okay. So, aber ich will den Wagen lackieren. Ich will den Wagen lackieren. Und zwar... in einer wunderschönen Farbe. Das müsste der Hauptton sein, ne? Ja.
Also das sieht ja mal richtig stylisch aus. So, aber grün möchte ich das haben. So, okay. Dann werden wir das mal bestellen. Errungenschaft freigeschaltet. Pimp my truck. Haben wir. Erfolgreich abgeschlossen. So. Macher, drücken wir mal F2, damit alle Spiegel weg sind. So, und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit den Videos von WTOSS.de. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, ansonsten schreibt bitte in die Kommentare rein, was ich hätte besser machen können. Und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach bis zur nächsten Folge und tschüss!